So, ich bin jetzt mal ein bisschen nostalgisch und stelle ein Buch vor, das bereits 1931 geschrieben worden ist und das mein Mann und ich seit 1982 besitzen. Und ich gebe jetzt auch einfach mal ein bisschen an, weil als wir uns kennengelernt haben vor gut 40 Jahren in der Buchhandlung, in der ich damals schon gearbeitet habe, hat er dann angefangen. Und zu der Zeit kamen bei Diogenes oder im Diogenes Verlag sämtliche Simenon-Bände im Taschenbuch heraus. Und zwar einmal die Migraines, wie man hier sieht, und dann gibt es die Non-Migraines, die ebenso spannend sind, aber eben, wo er sozusagen nicht auftritt, Migraine. Es sind insgesamt 188 Exemplare, die haben wir auch alle gelesen und die stehen heute in unserem Büro zu Hause und man sieht ihnen auch an, dass sie mit Freude von zwei Menschen gelesen worden sind. Man muss dazu sagen, die haben natürlich eigentlich immer so um die 180 Seiten. Also Menschen, die schnell lesen wie wir, die haben die im Grunde mit Mittagsstunde und einmal abends hat man dann auch ein Band durch und dann ruft man eigentlich nach Nachschub. Also insofern, ja. Ja, im schweizerischen Kampa Verlag, der bringt nun diese ganzen Bände wieder heraus, neu übersetzt, muss man sagen. Und sie haben nichts von ihrer Frische und von ihrem französischen Charme verloren. Als Beispiel habe ich jetzt den mal zuletzt erschienenen Migraine-Roman mitgebracht, das Migraine und das Schattenspiel. Und vielleicht erinnert sich jemand von Ihnen noch an die Verfilmung mit Rupert Davis, der den Kommissar perfekt verkörpert hat. Den massigen Mann in seinem großen Mantel mit dem Samtkragen, immer die Pfeife im Mund, den Hut auf dem Kopf und mit einer großen Vorliebe für die kleinen Gerichte in den Pariser Bistros begleitet von einem Glas Bier. Migraine ist genau wie sein Schöpfer Simenon ein ganz großer Menschenkenner. Im vorliegenden Band wird er von der Concierge zu einem großen Mietshaus in der Rue Honsemont gerufen. Der Besitzer einer Firma im Erdgeschoss, der Serum für Apotheken herstellt, sitzt leblos in seinem Büro und man konnte so die Silhouette durch die Scheibe sehen. Wie sich herausstellt, ist er erschossen worden. Aus dem Safe hinter ihm fehlen 360.000 Francs. Migraine findet schnell heraus, dass dieser Mann, der wirklich vermögend war, drei Frauen in seinem Leben hatte. Die erste Frau, von der er geschieden war, die aber in diesem Haus wohnt und mit ihrem neuen Ehemann und ihrem früheren Ehemann im Grunde jeden Tag begegnet. Dann die derzeitige Ehefrau, die in einer prächtigen Wohnung an irgendeinem Boulevard lebt. Und einer Geliebten, die Tänzerin im Moulin Bleu ist. Das ist dann die Geliebte, ja. So, zudem gibt es noch einen Sohn aus erster Ehe, der von diesem Vater abhängig war. Und ja, Migraine hört sich nun bei dieser Hausgemeinschaft um. Und man sieht am Anfang, viele dieser Menschen, die so am Fenster sind, also hinter den Gardinen, man sieht so ihre Schatten, also Migraine und das Schattenspiel. Und tatsächlich liegt natürlich die Lösung des Rätsels auch irgendwo in diesen Vernehmungen, die er da macht. Es gibt keine DNA, es gibt keine Handys, es sind genau diese geradlinigen, wunderbaren Krimis, die einfach auf der Beobachtung von Menschen basieren und ihren Eigenheiten. Das ist ganz, ganz große Kunst. Also es ist eigentlich 30 Jahre her, dass ich das letzte Buch von Simenon gelesen habe. Und er hat einfach nichts von seiner Frische und Eleganz eingebüßt. Und ich kann eigentlich nur jedem raten, mal dieses Werk für sich zu entdecken. Es ist auch in der neuen Übersetzung wieder, es war schon in der alten großartig, aber es ist wirklich eine großartige, tolle Sprache und man liest es so weg.